Unsere Gefühle wahrzunehmen ist so ein wichtiger Schlüssel, um auf die Länge dran zu bleiben. Und das Wort Achtsamkeit begegnet mir diesbezüglich, je länger, je mehr. Bin ich achtsam gegenüber meinen Gefühlen? Gerade in diesen Homeoffice-Zeiten merke ich, ist es so entscheidend, achtsam zu sein. Für mich bedeutet das, dass ich oft einfach kurz rausgehe für einen Spaziergang oder einen Run auf den Hügel hinter unserem Dorf. Oder ich verlege ein Meeting zu einem Telefon-Call-Meeting und mache das draußen in der schönen Natur. Aber es endet ja nicht nur dort. Es geht auch weiter, sind wir achtsam gegenüber anderen Personen. Und für mich, ich habe gemerkt, ich habe da so eine, ab und zu eine schlechte Angewohnheit, dass wenn meine Frau spät abends zu mir spricht, dass ich nicht immer im Hier und Jetzt bin und meine Gedanken wandern irgendwo hin und sie bemerkt es jedes Mal. Und es ist peinlich, weil sie sagt, meine Augen verraten mich. Und ich merke, ich möchte mich besser fokussieren. Wie ist es bei dir? Bist du im Hier und Jetzt, wenn jemand zu dir spricht? Bist du achtsam?